Wusstest du, dass eine von 99 E-Mails eine Phishing-E-Mail ist? Phishing-E-Mails sind extrem gefährlich und können dich im schlimmsten Fall deine komplette Identität kosten. Wie du Phishing-E-Mails erkennst und was Phishing-E-Mails eigentlich sind, das erkläre ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Alex von Privacy Tutor, einem Blog, auf dem wir dir simple Tipps für deinen digitalen Alltag geben. Den Namen Phishing kannst du dir aus dem Englischen ableiten. Phishing bedeutet also so viel wie Fischen oder Angeln. Das heißt, Kriminelle versuchen mit gefälschten E-Mails deine persönlichen Daten zu angeln sozusagen. Ich hoffe, da beißt mal jemand an. Ja, und diese Metapher beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Beim Fischen bist du also sozusagen der Fisch, der zum Opfer der Kriminellen wird. Dazu schreibt Wikipedia übrigens: Unter dem Begriff Phishing versteht man Versuche, sich über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner in einer elektronischen Kommunikation auszugeben. Es ist schön und gut, die Theorie hinter Phishing zu verstehen, aber noch viel wichtiger ist eigentlich, wie wir uns dagegen schützen können. Als ersten Tipp kann ich dir hier geben, auf deinen Spam-Ordner zu hören. Die meisten E-Mail-Anbieter sind mittlerweile sehr gut darin geworden, Phishing-E-Mails zu erkennen. Deshalb solltest du bei allen E-Mails, die in deinem Spam-Ordner gelandet sind, besonders vorsichtig sein und auf gar keinen Fall auf irgendwelche Links klicken oder dir im schlimmsten Fall Anhänge herunterladen. Aber auch bei E-Mails, die in deinem normalen Postfach landen, könnte es sich unter Umständen um Phishing-E-Mails handeln. Um diese E-Mails besser zu erkennen, hat Google sogar ein eigenes Quiz erstellt. Ich nehme dich jetzt mal mit an meinen Computer und wir schauen uns zusammen an, ob wir die Phishing-E-Mails von Google erkennen. Ja, normalerweise bin ich kein so großer Fan von Google-Diensten, aber in dem Fall kenne ich keine bessere Alternative, deswegen arbeiten wir einfach mal mit dem Quiz. Wenn ihr das selber ausprobieren wollt, dann habe ich euch den Link hier auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nachdem ich auf Quiz starten klicke, muss ich hier erstmal einen Namen und eine E-Mail-Adresse eintragen, einfach aus dem Grund, damit die E-Mails nachher echter aussehen. Jetzt sehen wir hier als erstes eine E-Mail von Lukas Meyer. Der will ein Dokument in Google Docs mit uns teilen. Und ja, ich benutze zwar Google mittlerweile nicht mehr, aber ich weiß, dass so eine E-Mail von Google ungefähr so aussieht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier draufklicken und das Dokument öffnen, falls ich die E-Mail bekommen hatte. Also sagen wir jetzt einfach mal, das ist doch eine echte E-Mail, keine Phishing-E-Mail. Oh, da sind wir gnadenlos reingefallen. Das ist eine Phishing-E-Mail. Und woran erkennen wir das? Das erkennen wir, indem wir lang über einen Link drüberfahren. Dann sehen wir links unten, was für ein Link eigentlich dahinter steckt. Alternativ kann man auch lange auf einen Button draufklicken. Und hier sehen wir, dass der Link auf drive-google.com geht und nicht auf die Domain, die wirklich zu Google Drive gehört. Das zweite Beispiel ist auch lustig. Ich bin jetzt schon etwas kritischer und weiß, dass mich Google reinlegen will. Deswegen denke ich mir mal, die E-Mail ist doch bestimmt gefälscht. Ich kann hier klicken, um einen Fax herunterzuladen. Und auch hier ist es wieder so, dass hier eine komische Domain dahinter steht, nämlich mailru382, die sicherlich nicht zu dem eigentlichen Unternehmen, und zwar zu eFax, gehört. Außerdem ist auffällig, dass eFax mit CK geschrieben ist und nicht wie der eigentliche Name des Unternehmens mit einem X. Hier handelt es sich also definitiv um eine Phishing-E-Mail. Ja, und so geht es hier weiter mit den verschiedenen Fragen. Insgesamt gibt es 8 verschiedene E-Mails, mit denen wir uns testen lassen können. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es sind sogar 1 oder 2 echte E-Mails dabei, die nicht Phishing sind. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, dieses Quiz einfach mal auszuprobieren, damit du für Phishing gewappnet bist. Ja, jetzt weißt du also, was Phishing-E-Mails sind und wie du sie besser erkennst. Mich interessiert jetzt, ob du schon mal Opfer von Phishing geworden bist und was du gegen Phishing-E-Mails tust. Hinterlass mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Außerdem bin ich immer auf der Suche nach neuen Videoideen. Wenn du also eine bestimmte technische Frage hast, dann auch gerne in die Kommentare damit. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, abonniere gerne den Kanal und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Mach's gut!